Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Georgia Schilling. Ich bin die leitende Oberärztin im Asklepios Tumorzentrum Hamburg. Und wie Sie alle wissen, ist am 4. Juni der Cancer Survivors Day, der ja in ganz Deutschland immer gefeiert wird für die Krebs-Langzeitüberlebenden. Und wir hätten den Tag total gerne mit Ihnen gemeinsam verbracht, mit Aktionen und Lesungen und Vorträgen, Erfahrungsaustausch. Aber im Zuge der Pandemie dürfen wir das natürlich nicht. Und deshalb haben wir gedacht, wir stellen Ihnen wenigstens dieses Webinar zur Verfügung über körperliche und psychosoziale Langzeitfolgen von ehemaligen Krebspatienten. Immer mehr Patienten überleben eine Krebsdiagnose. Die Heilungschancen werden wieder besser oder auch die Krankheit entwickelt sich zu einer chronischen Erkrankung. Aber man muss sich natürlich fragen, wie ist die Lebensqualität der Patienten? Und wenn man Krebslangzeitüberlebende fragt, sind sie eigentlich gesund? Dann sagen viele, nein, ich bin zwar von meiner Tumorerkrankung befreit, aber ich bin alles andere als geheilt. Und das kann auch wissenschaftlich belegt werden. Eine Langzeitstudie aus dem Deutschen Krebsforschungszentrum, die vor ein paar Jahren publiziert wurde, die konnte zeigen, dass alle 117 Darmkrebspatienten, die befragt wurden, auch 10 Jahre nach ihrer Diagnosestellung noch an den Folgeerscheinungen der Erkrankung selber oder auch der Therapie litten. Also alle hatten Probleme. Und eine andere Arbeit von einer Kollegin, Karen Zajela, aus dem Fred Hutchinson Cancer Center in Seattle, hat was Ähnliches gezeigt im psychischen Bereich. Die Karen konnte nämlich zeigen, dass die Einnahme von angstlösenden Medikamenten und Antidepressiva bei den Cancer Survivors ungefähr doppelt so hoch ist wie bei normalen Kontrollpersonen und das auch 10 Jahre nach der Diagnose. Also nicht vorbei, wenn es vorbei ist. Und gucken wir jetzt einmal genauer hin, was sind es vor allem psychische Probleme oder soziale Probleme oder körperliche Geschichten, dann kann man sagen, es hält sich ziemlich die Waage. Die ehemaligen Patienten berichten zur Hälfte eigentlich über medizinische Probleme und genauso viele haben eben auch nicht medizinische psychosoziale Probleme. Die größte Gruppe der Krebslangzeitüberlebenden, das sind die Patientinnen mit Brustkrebserkrankungen, gefolgt von Männern mit Prostatakrebs und dann kommt der Magen-Darm-Krebs und die gynäkologischen Tumorarten. Und wenn wir jetzt auf die Altersverteilung einmal gucken, dann sehen Sie, 2/3 unserer ehemaligen Patienten sind über 60 Jahre alt. Klar, weil Krebs ist eine Erkrankung des höheren Lebensalters, also völlig erwartungsgemäß, aber wir wissen natürlich auch, dass die Menschen nicht nur die Krebserkrankung haben im Regelfall, sondern viele auch noch andere Erkrankungen haben, wie Bluthochdruck oder Blutzuckerstörungen und auch mit diesen Erkrankungen zusätzlich auch noch fertig werden müssen. Und deshalb muss man auch ein besonderes Augenmerk auf diese Patientengruppe legen. Wir teilen die Stadien der Überlebenszeit in akutes, mittleres und Langzeitüberleben. Ein Langzeitüberleben, das ist so in der Definition ein bisschen unscharf, muss man sagen. Viele sagen, das ist ab dem 3. Jahr, manche sagen, es ist erst ab dem 5. Jahr der Diagnosestellung. Aber was ganz sicher ist, es betrifft nie nur den Patienten alleine, sondern auch immer die Familie und die Partner, das soziale Umfeld der Patienten, und zwar egal, ob es ums Akute, ums Mittlere oder ums Langzeitüberleben geht. Also wir denken sogar, dass die Angehörigen manchmal mehr psychosozial belastet sind als die Patienten selber. Und genau das untersuchen wir gerade im Tumorzentrum, um dann auch an die Angehörige spezielle Begleitungsangebote machen zu können. Und in einer aktuellen Diplomarbeit hier am Tumorzentrum, gibt es eine Literaturrecherche. Wie geht es eigentlich denen, die sich um die Krebspatienten kümmern in der Langzeit?
Folge einer Krebserkrankung. Und da fand ich einen zitierten Artikel aus dieser Arbeit ganz besonders toll. Der hatte nämlich den Titel Der Angehörige, der andere Krebsüberlebende. Und ich glaube, das trifft es sehr, sehr gut. Wir unterscheiden Langzeiteffekte und Spätfolgen. Langzeiteffekte fangen schon während der aktiven Therapiephase an. Zum Beispiel, wenn eine Frau unfruchtbar wird während der Therapie oder wenn Fatigue auftritt, das chronische Müdigkeitssyndrom oder auch eine Polyneuropathie und wenn es dann eben länger anhält. Und Spätfolgen, das sind Folgen, die erst nach Jahren auftreten, manchmal nach 3 bis 5 Jahren, manchmal auch erst nach 10 bis 20 Jahren, also aus der völligen Gesundheit heraus. Und dazu gehören die Zweittumoren, Zweitbluterkrankungen oder auch Herzgefäßstörungen. Und im Prinzip sehen Sie hier an der Tabelle, kann jedes Organsystem betroffen sein, vom Herzen hin bis zu den Geschlechtsorganen. Und das hier zeigt Daten, die wir erhoben haben im Rahmen einer Langzeitfolgentumorsprechstunde, nenne ich es jetzt mal, wo wir Patienten beraten, die eben körperliche und auch psychosoziale Schäden haben. Hier ging es nur um die körperlichen Folgeschäden. Das sehen Sie, Patienten leiden zu einem großen Teil auch lange Zeit noch unter Schmerzen, unter dem Fatigue-Syndrom oder Polyneuropathie, das ist am häufigsten. Und wenn Sie sich für diese beiden letztgenannten, Fatigue und Polyneuropathie, interessieren, dann besuchen Sie nochmal unsere Webseite. Da gibt es noch 2 weitere detaillierte Webinare zu diesem Thema. Hier nochmal eine Zusammenfassung der medizinischen Langzeitfolgen, Fatigue, Schmerzen und Polyneuropathie am häufigsten. Viele Patienten berichten aber auch über kognitive Einschränkungen, also dass sie sich nichts mehr merken können. Wie gesagt, alle Organe können durch die Therapien in Mitleidenschaft gezogen werden. Man kann unfruchtbar werden durch die Therapie. Es gibt ein metabolisches Syndrom, da komme ich noch drauf zu sprechen. Und auch 2 Tumoren sind natürlich ein großes Problem. Aber nicht nur die Chemotherapie richtet Langzeitschäden an, sondern auch die Strahlentherapie. Die kann den Magen-Darm-Trakt schädigen, das Herz oder auch das Gehirn. Am Herzen macht sich das bemerkbar wie Schmerzen bei einem Herzinfarkt. Ist ganz ähnlich, weil die kleinen Gefäße kaputt gehen. Und genauso ist es auch am Gehirn. Da können Symptome auftreten wie bei einem Schlaganfall. Und auch hier gibt es 2 Tumoren oder auch, wenn das Becken bestrahlt wird, Unfruchtbarkeit. Und auch Operationen zählen natürlich zu den Modalitäten, die Langzeitschäden machen können. Vor allem, wenn jetzt Magen-Darm-Trakt operiert wurde, da sehen Sie alle möglichen Symptome, Mangelerscheinungen, weil eben Stücke des Darms fehlen oder die Sexualfunktion ist gestört oder es müssen Stomata angelegt werden, die das Körperbild einfach beeinträchtigen oder wenn die Bauchspeicheldrüse entfernt wird, dann leiden die Patienten häufig unter einem besonderen Diabetes, den wir Typ 3C nennen. Und jetzt möchte ich noch mal ein bisschen detaillierter auf die Schäden durch klassische Chemotherapeutika eingehen. Ganz wichtig ist mir dabei die Herzschädigung, die wir auch Kardiomyopathie nennen. Sie sehen hier einen aufgeschnittenen Herzmuskel, der viel, viel zu dick ist. Und auf der rechten Bildhälfte sehen Sie einen Herzultraschall. Und normalerweise kontrahiert sich so ein Muskel so ganz langsam und der pumpt das Blut in den Körper. Und bei so einem dicken Muskel, der bewegt sich gar nicht mal richtig, dann macht das Herz nur noch so. Und die Patienten leiden dann unter einer Herzschwäche, einer Herzinsuffizienz, die auch aus vielen anderen Gründen auftreten kann. Und hier sehen Sie, dass das Risiko, einen Herzschaden zu erleiden, eben irgendwie gar nicht aufhört, sondern das sind hier Jahre, die aufgetragen sind, auch noch nach 20 und nach 30 Jahren auftreten können, vor allem, wenn eine Bestrahlung und eine Chemotherapie miteinander kombiniert werden mussten.
Und wir wissen, dass diese Herzschäden tatsächlich die Haupttodesursachen unserer ehemaligen Patienten sind. Und das Risiko steigt eben über die Jahre noch an. Kurz zum metabolischen Syndrom. Das zeichnet sich aus durch Übergewicht, durch Fettstoffwechselstörungen, also dass sie zu hohe Cholesterinwerte haben, Bluthochdruck und Diabetes. Und das wiederum hat viele andere Folgeschäden. Und zwar hauptsächlich auch wieder kardiovaskulärer Art, das heißt, das Herz-Gefäßsystem wird geschädigt. Und deshalb haben Patienten nach einer Chemotherapie im Vergleich zu ihren gleichaltrigen Altersgenossen ein doppelt so hohes Risiko, zum Beispiel einen Herzinfarkt zu erleiden. Also auch eine ganz, ganz wichtige Folgestörung, die man in der Tumornachsorge natürlich irgendwo auch auf dem Schirm haben muss. Das hier sind Bilder einer Lungenfibrose, kommt Gott sei Dank ganz, ganz, ganz selten vor, nach Einsatz von Bleomycin. Aber Sie können sich vorstellen, dass der Patient natürlich extreme Beschwerden beim Atmen hat. Und unterschätzt, weil oft nicht bemerkt, aber in 90% aller mit Cisplatin behandelten Patienten tatsächlich messbar, ist die Schwerhörigkeit, die eben durch das Medikament Cisplatin entstehen kann. Sie sehen hier eine normale Audiometrie und sehen, das Gehör hört alles gleich. Nach Cisplatingabe sieht es so aus, dass vor allem im Hochtonbereich eine Hörschwäche entsteht und die entsteht dadurch, das sehen Sie auch, hier diese feinen Härchen im Innenohr, die gehen verloren und dadurch entsteht die Schwerhörigkeit. Das ist vor allem wichtig, wenn man junge Menschen mit diesem Medikament behandelt, weil die natürlich auch ein geschädigtes Gehör haben. Und wenn die dann in die Disco gehen und laut Musik hören oder über die AirPods ganz laut Musik hören, dann schädigen sie ihr Gehör noch mehr. Also gut aufpassen. Das hier sind Folgen einer allogenen Knochenmarktransplantation, die auch alle Organe schädigen kann. Man nennt es Graft versus Host Disease, die tritt auf, wenn der eigene Körper gegen das neue Knochenmark rebelliert, Spender gegen Wirt-Reaktion. Und er äußert sich zum Beispiel in solchen Hauterscheinungen, kann aber auch jedes Organ befallen. Die kognitiven Einschränkungen habe ich schon erwähnt. Die werden landläufig als Chemobrain bezeichnet. Ich als Onkologin muss mich da ein bisschen verwehren, weil es ist nicht nur die Chemotherapie, die dazu führt, sondern auch Strahlentherapie führt zu einem Chemobrain, zu Einschränkungen in der Merkfähigkeit, dass die Patienten sagen, ich kann immer zwei Sachen gleichzeitig machen, mir fehlt das Multitasking von früher, ich muss mir alles aufschreiben. Also das entsteht auch durch andere Therapieformen. Und man hat herausgefunden, es entsteht auch zum Beispiel nach Operationen, also Operationen, die nicht am Gehirn stattgefunden haben, sodass wir jetzt davon ausgehen, dass auch die Krankheit an sich durch das psychische Trauma, was sie hinterlässt, dieses Chemobrain auslösen kann. Es gibt eine Reihe von neurologischen Langzeitfolgen, die Sie hier aufgelistet sehen. Die können einfach von Zittern und Muskelkrämpfen hingehen bis zu ganz gefährlichen Dingen wie einer Leukenzephalopathie, wenn die Hirnsubstanz verloren geht. Aber ganz häufig ist vor allem das hier die Neuropathie, die sich vor allem eben in Kribbeln in Fingern und Füßen äußert. Und diese Polyneuropathie ist eine ganz, ganz häufige Geschichte. Und Sie sehen, ganz, ganz viele Zytostatika lösen diese Polyneuropathie in unterschiedlichem Ausmaß aus. Klassischerweise fängt es an den Füßen an und es ist sockenförmig und es nimmt mit den Chemozyklen zu. Dann kommt es auch bei den Händen an. Auch da ist es symmetrisch wie als handschuhförmig, sagen wir. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass Sie schon also uns das als Ärzten berichten, wenn das ganz, ganz leicht anfängt zu kribbeln, weil eventuell nützt eine Dosisreduktion in dem Moment was. Also, dass man Ihnen dann eben eine Langzeitfolge, die sehr, sehr unangenehm ist, ersparen kann.
Unfruchtbarkeit auch Folge aller Therapiemodalitäten, Chemotherapie, Strahlentherapie und Operation im unterschiedlichen Ausmaß. Und das macht natürlich vor allem unseren jungen Patienten sehr zu schaffen, wenn wir sie aufklären müssen, dass sie nach der Therapie vielleicht unfruchtbar sein können. Und wir wissen, dass junge Frauen, dass sie viel weniger häufig eine Ersterelternschaft eingehen als praktisch normale Frauen, die nicht erkrankt waren. Und sie nutzen viel, viel häufiger die Möglichkeit einer künstlichen Befruchtung. Schmerzen begleitet viele Patienten auch 5 Jahre nach ihrer Behandlung noch. Das konnte ich Ihnen vorhin schon zeigen. Und es ist ein bisschen unterschiedlich, welche Patientengruppen mehr Schmerzen haben. Besonders betroffen sind Frauen nach Brustkrebserkrankungen. Aber wir wissen, bis zu 40% leiden eben auch noch viele Jahre nach der Therapie unter Schmerzen. Also auch eine Langzeitfolge, die wir nicht vergessen dürfen. Und diese Schmerzen, die können auch alles betreffen, wie Sie hier sehen, und bedingt sein durch die Operation, durch die Strahlentherapie, aber auch durch die Chemotherapie bedingt sein. Genannt in anonymen Fragebogen, nämlich in 45% bei Männern und auch 45% bei den Frauen, sind Sexualstörungen nach einer Chemotherapie. Leider sprechen wir genau das viel zu wenig an, wir als Ärzte, aber auch Sie als Patienten. Und es ist ein bisschen schade, weil man kann in vielen, vielen Fällen Ihnen helfen. Deswegen kann ich Sie nur davon versuchen zu überzeugen, dass Sie mit Ihrem Arzt über dieses Thema auch sprechen und sagen, wenn es eben einfach nicht mehr so gut funktioniert oder wenn sie keine Lust empfinden. Und dann kann man gemeinsam auch Wege finden, wie man das Ganze angehen und verbessern kann. Ganz wichtige Langzeitfolge sind 2 Tumoren, auch sehr vielfältig nach allen Arten von Chemotherapien und auch Strahlentherapien können 2 Malignome, wie wir sagen, auftreten. Und es können Tumoren sein, vor allem Sarkome, Weichgewebstumoren oder auch Hauttumoren. Es können aber auch Bluterkrankungen sein, die nach Therapien auftreten. Und leider muss man sagen, vor allem bei den Patienten, die gut behandelbare Erkrankungen haben, wie ein Hodgkin-Lymphom oder ein Keimzelltumor, dadurch erhöht sich leider durch die Therapie das Risiko für einen 2. Tumor auf das 2- bis 3-fache im Vergleich zur normalen Bevölkerung. Und seit einigen Jahren gibt es ja jetzt die zielgerichteten Substanzen. Auch zu diesem Thema haben wir ein Webinar auf unserer Webseite für Sie vorbereitet. Und diese zielgerichteten Substanzen, die haben ganz schön eingeschlagen in der onkologischen Therapie, weil wir haben plötzlich viel mehr Medikamente zur Verfügung, um sie zu behandeln. Wir können sie länger behandeln. Und wir dachten, wir behandeln zielgerecht, also gibt es keine Nebenwirkungen. Das stimmt natürlich so nicht. Zeige ich Ihnen gleich hier einmal die ganzen Ziele, die wir angehen können. Das sind Strukturen auf der Zelloberfläche, außerhalb der Zelle, in der Zellmatrix oder auch am Zellkern. Und leider, wie gesagt, machen auch die neuen Substanzen eine Reihe von Nebenwirkungen. Und Sie sehen es hier auf der Liste, das sind eigentlich Nebenwirkungen, die ganz, ganz ähnlich sind zu denen, die wir auch von der Chemotherapie kennen, insbesondere zum Beispiel Fatigue. Aber es kommen neue Nebenwirkungen dazu, wie Blutzuckerveränderungen, Fettstoffwechselveränderungen beispielsweise oder auch eine Schilddrüsenunterfunktion. Und wir müssen lernen, mit diesen Symptomen umzugehen und die auch im Langzeitverlauf noch besser kennenlernen. Und Gleiches gilt auch für die Immuntherapeutika, auch die machen eine ganze Reihe von Nebenwirkungen, die den ganzen Körper betreffen können. Und auch da befinden wir uns noch in einem gewissen Lernprozess, weil diese neuen Substanzen gibt es ja noch gar nicht so lange. Und das Bild erinnert Sie vielleicht an dieses Bild von der Lungenfibrose. Ganz ähnlich gibt es das unter zielgerichteter Therapie auch. Und es tritt dann eben so nach einem halben Jahr Behandlung klassischerweise
auf und häufig muss man auch dann da die Therapie abbrechen. Und wie gesagt, wir lernen, weil die zielgerichteten Substanzen oder viele der zielgerichteten Substanzen, da haben wir noch keine Langzeiterfahrung. Sie sehen, die ganz alten Medikamente, die kamen so 2003 auf den Markt. Da überblicken wir jetzt mal großflächig gut 15 Jahre, aber jedes Jahr werden mehr als 20, 30 neue Substanzen zugelassen und natürlich haben wir da noch keine Daten zu Langzeitnebenwirkungen. Wir hoffen aber, und das zeigt diese Studie, dass die im Laufe der Einnahme des Medikaments eventuell sogar weniger werden als am Anfang, so wie bei diesem Medikament Gleevec das gezeigt werden konnte in der Behandlung der chronischen myeloischen Leukämie. Die Nebenwirkungen haben unterschiedliche Bedeutung für die Patienten. Ich kann mich auch noch erinnern, als ich angefangen habe und Aufklärungsgespräche geführt habe über Chemotherapien, da hatten die meisten Patienten eigentlich Angst vor der Übelkeit, dass sie sich den ganzen Tag schlecht fühlen, auf dem Sofa sitzen oder sich ständig erbrechen müssen. Haarausfall war auch immer ein Thema, aber von den meisten als nicht so schlimm erachtet wie Übelkeit. Und es hat sich geändert, wie Sie sehen. Also ab den späten 2000er Jahren, da kam die Abgeschlagenheit ins Rennen. Und das ist jetzt mittlerweile die meist gefürchtetste Nebenwirkung durch Chemotherapie, aber auch Immuntherapie und auch zielgerichtete Therapie. Und ich sage mal, Fatigue ist fatal, weil das wird häufig nicht richtig wahrgenommen von der Umwelt, von den Angehörigen des Patienten, von den Arbeitgebern. Und es ist ganz, ganz schwer, mit Fatigue umzugehen. Aber auch da gibt es ein Webinar für Sie auf der Homepage. Und dann, wenn Sie darunter leiden, dann klicken Sie doch gern da auch mal rein. All diese körperlichen Folgen, von denen ich berichtet habe, die lassen natürlich auch die Seele nicht kalt, sondern die sind praktisch die Ursachen auch für eine ganze Reihe von psychosozialen Langzeitfolgen. Also das ist praktisch eine Folge von den Toxizitäten akut und im Langzeitverlauf, gemischt mit den individuellen Merkmalen, die sie mitbringen als individuelle Person. Weil der eine nimmt es schwerer, der andere nimmt es leichter. Für den einen ist zum Beispiel ein künstlicher Darmausgang kein Problem, für eine andere Person ist es das. Und so entstehen eben eine Reihe unterschiedlich schlimmer psychosozialer Langzeitfolgen, die man einfach auch gar nicht ausblenden darf, wenn man sich mit dem Thema Langzeitüberleben nach Krebs beschäftigt. Ein Drittel der Patienten leidet im Krankheitsverlauf unter einer psychischen Störung. Das sind vor allem Angst- und Anpassungsstörungen. Und wir wissen, dass 50% unserer Patienten eine hohe psychosoziale Belastung mit sich bringt. Die Häufigkeit, an einer depressiven Störung zu erkranken, ist 2 bis 4 Mal so hoch wie in der Normalbevölkerung. Und viele Patienten haben eben auch nach der Erkrankung noch eine relevante Symptomatik, die man Post-Traumatic Stress Disorder nennt und die auch einer professionellen Begleitung bedarf. Also auch das ein Appell an Sie alle, sich da auch entsprechende Hilfe zu holen. Es gibt sie. Rezidivangst, das brauche ich Ihnen sicher jetzt als Nicht-Betroffene nicht erklären. Das können Sie als Patienten viel, viel besser einschätzen als wir alle. Wir haben natürlich die Zahlen und wir wissen, dass Sie die Angst, wieder Krebs zu bekommen oder eine neue Krebserkrankung zu kriegen, also dass Sie die praktisch nie loslässt und natürlich auch nicht Ihre Angehörigen. Es entstehen eine Reihe von sozialen Belastungen, das sind Konflikte in sozialen Interaktionen, es wird über fehlende Unterstützung geklagt oder ältere Menschen klagen auch oft über Einsamkeit
oder dann auch soziale Ausgrenzung. Es gibt Probleme am Arbeitsplatz und vor allem auch mit der Rückkehr ans Arbeitsleben. Also auch da eine ganze Reihe auch Belastungen durch plötzliche Pflegebedürftigkeit kommen auf die Patienten, aber auch auf ihre Familien zu. Und auch derer muss man sich natürlich annehmen in der Betreuung. Und ganz wichtig ist natürlich die Bedeutung von Arbeit, also dass die, die im erwerbsfähigen Alter sind, auch noch ins Berufsleben wieder zurückfinden und da Unterstützung bekommen, weil wir wissen, da hat der Tag eine andere Struktur, man hat das Gefühl, man tut irgendwas Gutes und wenn es nur für sich selber und den eigenen Geldbeutel ist, dann tut man sich auch was Gutes. Deshalb ist also ganz wichtig, wieder zurück ins Berufsleben zu kehren, aber wir wissen, dass über 50% von Langzeitüberlebenden zwar erstmal ins Arbeitsleben zurückkehren, aber da auch nach einer gewissen Zeit leider wieder aufhören müssen, weil sie es einfach nicht leisten können. Und ich glaube, da sind Unterstützungsangebote ganz, ganz dringend nötig. Ein Unterstützungsangebot ist Rehabilitation. Viele von Ihnen wissen ja, dass ich auch in der Nordseeklinik auf Sylt als Chefärztin arbeite in der onkologischen Reha. Aber dieses Dia ist älter, als ich da arbeite. Und schon damals war mir und vielen anderen Gott sei Dank auch bewusst, wie viel Reha für Sie als Patienten tun kann. Das sehen Sie, die Angst vor der Progression der Erkrankung, die ist nach so einem Reha-Aufenthalt signifikant geringer als vor der Reha, einfach weil sie viel Unterstützung da bekommen. Aber sie sehen, schon nach einem Jahr steigt auch diese Krebsangst wieder an. Und genauso verhält sich es auch mit der Depression, wenn man Depression untersucht oder auch mit der körperlichen und der psychologischen Lebensqualität. Die werden ganz toll verbessert nach der Reha. Aber leider, leider, nach einem Jahr ist der Effekt wieder weg. Deswegen können Sie als Krebspatienten ja auch Rehabilitationsmaßnahmen noch im Verlauf wahrnehmen. Und auch das möchte ich Ihnen ganz, ganz dringend ans Herz legen, das zu machen, weil das ist eine Einrichtung, die es nur in wenigen Ländern gibt, eine stationäre Reha. Und nutzen Sie die Chance, das zu machen, weil Sie werden sehen, wie viel Reha erreichen kann. Also ich bin manchmal selber überrascht, wenn Patienten zu uns kommen und am Rollator gehen und dann am Ende so eines dreiwöchigen Aufenthalts dann wirklich schaffen, 1-2 Kilometer am Strand zu laufen. Das ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Es gibt viele Leitlinien, die auch gerade die psychoonkologische Betreuung im Fokus haben. Das ist die S3-Leitlinie Psychoonkologie, die gerade frisch überarbeitet wird. Und in der frischen Überarbeitung, das kann ich Ihnen jetzt verraten, weil ich in dieser Leitlinienkommission sitze, wird es auch mehr um die Nachsorge und die Langzeitbetreuung gehen. Das ist schon in dieser Version, die ich hier zitiere, gesagt, dass Nachsorge, psychosoziale Nachsorge, genauso wichtig ist wie eine Begleitung in der Palliativsituation oder auch in der Diagnostik. Aber der Fokus wird in der neuen Leitlinie darauf noch ein bisschen verstärkt. Das finde ich sehr, sehr gut und sehr wichtig, damit auch in Zukunft eine flächendeckende psychoonkologische Versorgung gewährleistet ist für Sie. Sie wissen, in den Häusern, in den Zentren, da gibt es Psychoonkologen, die Sie begleiten. Aber wenn man nach draußen geht, da wird es dann schon schwierig. Da gibt es natürlich eine Reihe von niedergelassenen Kollegen und es gibt die Krebsberatungsstellen. Aber auf dem platten Land, da fehlt es halt dann häufig doch an der psychoonkologischen Unterstützung. Also deshalb brauchen wir dezidierte psychoonkologische Nachsorgeleitlinien. Und wie gesagt, wir sind dran. Damit habe ich Ihnen zwei Säulen in der Krebslangzeitbetreuung gezeigt. Einmal die medizinische Beratung, die sich um die ganzen Langzeitfolgen körperlicher Art kümmert. Genauso wichtig ist die psychosoziale Beratung, um Sie da zu begleiten. Und die dritte Säule, auf die gehe ich heute
nicht ein. Das ist die Tertiärprävention. Also das heißt, was kann ich eigentlich für mich tun, damit der Krebs nicht wiederkommt? Für das hier, für dieses Thema, gibt es auch nochmal ein extra Webinar auf der Website. Eine Gretchenfrage ist natürlich auch immer, wer kümmert sich eigentlich um unsere Krebs-Langzeitüberlebenden? Wir haben die Nachsorge-Leitlinien, die gehen über 5 Jahre. Da steht drin, sie müssen zur Endoskopie, sie müssen zum CT, sie müssen zur körperlichen Untersuchung. Aber was ist eigentlich nach den 5 Jahren? Ich habe Ihnen in vielen, vielen Fällen gezeigt, dass die Probleme auch nach 10 Jahren noch anfangen können, manchmal nach 20 Jahren oder dass sie einfach über 10 Jahre anhalten. Deswegen ist wichtig, dass wir über diese gesetzliche Nachsorge hinaus Unterstützungsangebote geben. Und die Frage ist natürlich, wer macht das? Ist das Ihr behandelnder Onkologe oder ist es eher eine Aufgabe für die Hausärzte, für die Allgemeinärzte und Internisten? Also schwierig zu beantwortende Frage. Aber wichtig ist, dass es solche Angebote gibt, dass da eben auch eine psychosoziale Unterstützung angeboten wird und dass wir sie auch dabei unterstützen, ihre guten Vorsätze dann einzuhalten. Deshalb brauchen wir nicht nur zielgerichtete Krebsmedikamente. Ich würde sagen, wir brauchen auch eine zielgerichtete Krebsnachsorge und zielgerichtete Unterstützung für Menschen nach einer Krebserkrankung. Und wie kann das jetzt aussehen? Was gibt es für Angebote? Wir haben hier eine Spezialsprechstunde, die heißt Zurück ins Leben, findet immer Montag statt und zwar von 17 bis 20 Uhr. Wir haben absichtlich diese späte Uhrzeit gewählt, damit auch die Berufstätigen daran teilnehmen können. Und das ist eine Sprechstunde, da geht es natürlich um die körperlichen Langzeitfolgen, da würden Sie dann mit mir sprechen, aber alle Patienten haben auch die Möglichkeit, mit einer Psychoonkologin und Sozialpädagogin zu reden, die eben auf den anderen Part der Probleme eingeht. Und wir haben eine Sportwissenschaftlerin in unserem Team, die sie berät zur Tertiärprävention. Welcher Sport ist gut? Kann ich eigentlich rudern, wenn mir die Brust operiert wurde beispielsweise? Darf ich boxen gehen mit einem Implantat in der Brust? Das sind so Fragen, die wir in dieser Sprechstunde beantworten. Wie gesagt, immer montags in Altona, also am Standort Altona, und da können Sie sich jederzeit über die Hotline auch anmelden. Ein Projekt, was wir gerade starten wollten, ein Herzensprojekt von mir, an dem ich lange, lange gearbeitet habe und auch um es finanzieren zu können. Das sollte eigentlich am 26. März losgehen. Das ist Tanzen nach Darmkrebs, ein Projekt, was wir mit Unterstützung einer Schweizer Stiftung durchführen. Und wir wollen zeigen, dass Tanzen für Patienten nach einer Krebserkrankung die beste Sportart ever ist, also weil es die Koordination wird gefördert, die Merkfähigkeit wird gefördert. Es ist ein sozialer Sport. Alle unsere Tänzer und Tänzerinnen bringen ihre Sozialpartner mit. Ganz egal, ob das Ehepartner sind oder Lebensgefährten. Und es ist auch völlig egal, ob das gleichgeschlechtliche oder getrenntgeschlechtliche Paare sind. Jeder tanzt mit dem Menschen, der ihm am Herzen liegt. Und wir machen das Ganze in Zusammenarbeit mit Isabel Edwardson, die kennt der ein oder andere von Ihnen sicher aus der RTL-Show Let's Dance. Die Isabel hat sich bereit erklärt, mit uns dieses Projekt zu starten. Die freut sich auch wahnsinnig und wir waren alle ganz furchtbar traurig, dass wir das jetzt absagen mussten. Aber wir starten im Oktober, voraussichtlich muss ich jetzt sagen, mit diesem Tanzprojekt in der Hafen City in einem Studio von Isabel Edwardson. Und ich kann Sie nur ermuntern, wenn Sie noch jetzt Lust kriegen, mit Ihrem Partner und mit Ihrer Partnerin zu tanzen, dann melden Sie sich noch bei uns an. Es ist noch ein bisschen Zeit und wir haben bestimmt auch noch den einen oder anderen Platz frei. Das Projekt geht auch über mehrere Tanzkurse. Und die Voraussetzung, die Sie mitbringen müssen, ist, dass Sie eine Therapie mit Oxaliplatin bei einer Darmkrebserkrankung hatten, weil wir das ganze Projekt natürlich auch wissenschaftlich auswerten
wollen. Da gibt es zwei Doktorandinnen der Medical School hier, die das machen. Und deshalb brauchen wir so ein bisschen eine homogene Untersuchungsgruppe. Aber das ist, wie gesagt, mein Herzensprojekt und deswegen lade ich Sie ganz herzlich alle dazu ein. Auch ein Projekt, was nicht starten konnte wegen der Pandemie, ist unser Angebot für junge Menschen mit oder nach einer Krebserkrankung. Da wollen wir die Jungen ansprechen unter Ihnen, weil wir wissen, sie haben andere Bedürfnisse als die Gruppe der Älteren, also der über 60-jährigen Patienten, das ist ja ganz klar. Und hier sprechen wir die Mitte 20 bis Mitte, Ende 30-Jährigen an unter Ihnen. Wir wollen, dass sie sich alle zwei Wochen in einer festen Gruppe treffen, die von einer Psychoonkologin, der Frau Warnk, geleitet wird. Wir haben ein Stand-up-Paddle-Wochenende geplant mit in einem Kurs, wo auch die Lehrerin selbst betroffen war von einer Krebserkrankung. Das ist Ende August geplant. Vielleicht mit Chance geht es. Es ist ja eine Draußensportart, eine Individualsportart. Und wir konnten den Heinz Wehmann vom Landhaus Scherrer gewinnen, zweimal im Jahr mit unserer jungen Erwachsenengruppe zu kochen. Auch der Termin, der erste, ist ins Wasser gefallen, aber das kann man ja alles nachholen. Und einmal monatlich findet eine Boxstunde statt, weil wir gedacht haben, wir müssen ja den jungen Menschen auch eine Sportart anbieten, die sie irgendwo anmacht. Boxen ist ja ziemlich in bei den jüngeren Menschen. Deshalb gibt es einmal im Monat kostenfrei Box den Krebs weg in der Alsterdorfer Sporthalle. Also, wenn Sie sich für das Programm interessieren, wenn Sie einen jungen Menschen mit einer Krebserkrankung kennen, in der Familie haben, dann melden Sie sich bitte bei uns im Tumorzentrum und melden ihn an. Das ist auch, wie alles andere, ein kostenfreies Angebot. Und wir freuen uns, wenn wir Sie eben alle unterstützen können. Was Sie mitnehmen sollen, also im ambulanten Bereich, auf dem sich die Betreuung von Krebs Langzeitüberlebenden eigentlich konzentriert. Da gibt es noch erhebliche Defizite in der Versorgung. Deshalb diese Angebote von uns. Wir wissen, dass die Patienten eben lange Zeit noch von der Erkrankung traumatisiert sind, im psychischen und auch im körperlichen Bereich und dass sich diese Probleme oft gegenseitig verstärken. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns um sie kümmern. Das Gleiche gilt natürlich auch für Sie als Angehörige von Krebspatienten. Und ich verrate jetzt nicht zu viel. Fürs nächste Jahr haben wir uns vorgenommen, dass wir auch die Angehörigen mehr in unsere Langzeitprogramme und in unsere Unterstützungs- und Informationsprogramme mit einbeziehen und auch da ein Angebot auf die Beine stellen wollen. Und ich glaube, das, was ich Ihnen gezeigt habe, das lässt keinen Zweifel daran, wie wichtig es ist, alles im Auge zu haben in der Langzeitversorgung, damit es Ihnen nach einer überstandenen Tumorerkrankung oder mit einer Langzeittumorerkrankung eben dann auch wirklich allen gut geht. Und ganz zum Schluss natürlich der Werbeblock. Wir veranstalten im nächsten Februar, also 2021, wieder einen Krebskongress des Asklepios Tumorzentrums in der Handwerkskammer in Hamburg, wie vor 2 Jahren auch. Und am 13. Februar gibt es einen Patientenaktionstag, da kann ich Sie jetzt schon einladen. Wir haben auch, wie beim letzten Mal, ein ziemlich anspruchsvolles und spannendes Programm zusammengestellt oder das zumindest versucht zu tun, dass wir sie alle erreichen. Es wird um Fatigue gehen, weil das viele Patienten belastet. Es wird um Ernährung gehen, Ernährungsmüden, Krebs mag keine Himbeeren, Krebs ernährt sich von Zucker und so weiter. Da wollen wir ein bisschen aufräumen. Es wird um Sterbehilfe gehen, auch ganz interessant, glaube ich, mit Ihnen als Gruppe zu diskutieren und wie gesagt, im Zuge unseres neuen Fokus Angehörige wird es auch
einen Themenblock zum Thema Angehörige von Krebspatienten geben. Daneben geht es um personalisierte Medizin, zielgerichtete Medizin und klinische Studien in der Onkologie. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich den einen oder anderen, der jetzt zuhört, an diesem Patientenaktionstag begrüßen darf. Und damit danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.